Ja, guten Morgen nochmal. Ihr seht, wir stehen und sitzen also hier in unserem Hauptstudio im Festsaal vom Erlacherhof. Ein wunderbares Setting und ich bin auch sehr froh, starten wir mit einem wunderbaren Gast. Der Regierungspräsident höchstpersönlich ist da. Herzlich willkommen, Herr Schneck. Guten Tag. Herr Schneck, ihr eröffnet heute. Ich würde euch sehr gerne das Wort übergeben. Merci. Sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich, den zweiten Tag der Berner Digitaltage eröffnen zu dürfen. Das digitale Programm ist beeindruckend. Gestern wurden schon von früh bis spät spannende Inputs gestreamt. Und auch der heutige Tag verspricht vielfältige Einsichten. Ich ergreife gerne die Gelegenheit, auf ein paar Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels einzugehen. Die wichtigste Herausforderung ist aus meiner Sicht ganz klar. Wir sind schweizweit in der digitalen Welt noch nicht dort angekommen, wo wir sein sollten. Dieser Rückstand zeigt sich in der Covid-19-Krise deutlich. Die Covid-19-Krise wirkt überhaupt wie ein Vergrößerungsglas auf Gutes wie Schlechtes. Der digitale Rückstand der Schweiz und auch des Kantons Bern hat zum Beispiel negative Auswirkungen auf das Contact Tracing und den Informationsfluss bei medizinischen Daten. Die Labormeldungen kommen erst seit kurzem elektronisch und in geeigneter Form zum Kanton. Nun so können sie automatisch in das Contact Tracing Tool übernommen werden. Wir haben die Digitalisierung in den letzten Jahren nicht genügend vorangetrieben. Wir müssen jetzt sehr rasch einen großen Sprung nach vorne machen. Die Covid-19-Krise hilft uns dabei. Damit sind wir bei der Chance der Digitalisierung. Der Kanton Bern hat sich in der aktuellen Krise rasch offen gezeigt für die Zusammenarbeit mit Fachexpertinnen und aus dem digitalen Bereich. In der Anfangsphase, als es noch keine vergleichbaren Tools gab, haben wir den Covid-Tracker unterstützt. Diese Plattform hat geholfen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verfolgen. User konnten ihr eigenes Befinden erfassen und so ein Stimmungsbild abgeben, als noch nicht umfassend getestet wurde. Mit der aktiveren Teststrategie stehen nun auch andere Daten zur Verfügung. Es war beeindruckend, wie rasch sich die Akteure zu Beginn der Krise über digitale Kanäle gefunden haben. Durch einen Tweet eines CTA-Professors auf dem Twitter-Profil des Kantons Bern konnte der Kontakt zu einer kleineren Gruppe von engagierten Studierenden und Unternehmern hergestellt und so zwei ähnlichen Projekte konsolidieren werden. Der Regierungsrat des Kantons Bern hat sich schon vor Ausbruch der Covid-19-Krise das Ziel gesetzt, die Chancen der digitalen Transformation konsequent zu nutzen. Dabei sollen wirkungsvolle, qualitativ hochstehende und effiziente Dienstleistungen für Bevölkerung und Wirtschaft erbracht werden. Das umfasst eines der fünf strategischen Ziele bis 2022. Auf je eine solche Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation werde ich an dieser Stelle kurz eingehen. Eine große Chance sehe ich dabei, Innovationen und Nutzen für effektive und effiziente Prozesse. Ein Prozess, den wir als Beispiel schon stark digitalisiert haben, ist das elektronische Baugesuch. Dafür wurde die kantonale elektronische Plattform IBAU aufgebaut. Parallel dazu mussten Teile der Gesuche aber noch in Papierform eingereicht werden. In Zukunft soll dies ausschließlich auf elektronischem Weg erfolgen. Damit ist es aber beim Staat nicht getan. Um die neue Plattform vollumfänglich elektronisch einsetzen zu können,
braucht es eine Gesetzesanpassung. Diesbezüglich sind wir gezwungenermaßen weniger agil. Immerhin, die zuständige Kommission des Großen Rates hat sich vorletzte Woche für die neue Lösung ausgesprochen. Falls auch der Großen Rat an der Wintersession dafür ist, könnte die Lösung schon bald umgesetzt werden. Sie sehen, die Prozesse können nicht ganz von heute auf morgen umgesetzt werden. Aber wir sind dran im Kanton Bern. Eine Herausforderung möchte ich speziell ansprechen. Wir benötigen durchgängige Lösungen auf allen Staatsebenen. Für Bürgerinnen und Bürger spielt es eigentlich keine Rolle, ob Bund, Kanton oder Gemeinde für eine Aufgabe zuständig sind. Ideal wäre eine Lösung, bei welcher Sie einen Übergang zwischen den Staatsebenen gar nicht bemerken. Der Einbürgerungsprozess könnte dahingehend optimiert werden. In diesem Prozess sind alle drei Staatsebenen involviert. Ideal wäre deshalb die Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Das muss uns gelingen, rasch und unbürokratisch. Und nun zum letzten und wohl entscheidenden Punkt. Er vereint sowohl den genannten Chancen als auch die Herausforderungen. Die Priorisierung und Wahl der richtigen Vorhaben. Die neu eingeführten Geschäftsstelle Digitale Verwaltung hat sich eingehend mit dieser Frage beschäftigt. Aufgrund einer umfassenden Auslegeordnung hat die Geschäftsstelle all jene Projekte identifiziert, welche weiterverfolgt werden sollen. Der Leiter dieser Geschäftsstelle, Roberto Capone, wird sich später auch noch am Panel zum Thema Once Only Daten vernetzen und teilen äußern. Meine Damen und Herren, ich lade Sie ein, die spannenden Inputs des heutigen Tages zu verfolgen. Es ist mir als Regierungsratspräsident und ehemaliger Unternehmer in der digitalen Welt eine große Freude, dass all diese Expertinnen und Experten heute digital zusammenkommen. Es wird deutlich, welch kluge, innovative und engagierte Köpfe in unserem Kanton arbeiten. Dies stimmt mich zuversichtlich für die digitale Entwicklung in unserem Kanton und auch darüber hinaus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Un grand merci pour votre attention. Merci beaucoup. Da kann ich mich noch anschließen. Und zwar merci beaucoup an euch, Herr Schneck. Fantastischer Input, schöner Start. Ihr habt gesagt, man hat hohe Ziele. Ihr seid ja ehemaliger Unternehmer, ihr habt auch eine Informatikfirma gegründet. Jetzt im Rahmen von eurer Vergangenheit und jetzt vielleicht auch im Rahmen von der Covid-Krise, die euch natürlich extrem betrifft, wie fest drückt die Digitalisierung euch auf den Schuh? Das drückt uns sehr viel auf den Schuh. Ich habe vorher den Beispiel von Contact Tracing genommen und Labormeldungen. Am Anfang, wie wir das bekommen haben, auf E-Mail, PDF, sogar Fax könnte es kommen, muss man das wieder eingeben im System, kontrollieren und so weiter. Mit einem elektronischen Datentransfer passiert es in ein paar Sekunden. Rein damit, mit einem guten Digitalisierungsprozess, können wir mehreren Leute anders benutzen und genau in einer so angespannten Zeit sind die Ressourcen sehr wichtig für uns. Es geht um Effizienz und ich glaube, das ist auch so ein Thema bei der Umsetzung von Strategie. Wir sind ein grosser Kanton, ein wunderschöner Kanton, aber einer, der urban ist und gleichzeitig rural. Wie geht man um bei der Umsetzung von der Strategie in so einem, sage ich mal, diversen Kanton, wie es der Kanton Bern ist? Ich glaube, das ist genau eine Chance in einem solchen grossen Kanton mit urbanen Zonen und ländlichen Zonen. Das heißt, für die Leute, die vielleicht nicht in der Nähe sind von den Entscheidungsträgern, von der Verwaltung, mit digitalisierten Prozessen haben sie genau das gleiche Zugriff, ob sie das von Berner Jura, von Oberland oder vom Stadt Bern durchführen, die gleiche Geschwindigkeit und, was hochwichtig ist, die gleiche Qualität. Und mit guten digitalisierten Prozesse kann man nicht nur effizienter werden, aber wir können auch
eine bessere Qualität zur Verfügung stellen von unseren Bürgerinnen und Bürgern. Wenn ich euch jetzt so zulasse und das Thema, das immer aktuell ist, letztlich ist der Stadt-Land-Graben. Wenn ich euch zulasse, ist Digitalisierung eigentlich eines der Rezepte zur Aufhebung des Stadt-Land-Graben. Ist das richtig? Meiner Meinung nach gibt es hier wirklich gute Chancen, diese heutige Graben ein bisschen zu verkleinern. Ich meine, man sieht es heute mit Homeoffice zum Beispiel. Viele von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten von zu Hause. Ob sie jetzt in einer ländlichen Region sind oder in einer städtischen Region sind, können sie genau das Gleiche durchführen. Und durch Digitalisierung eröffnet es wirklich gute Chancen, um vielleicht neue Dienstleistungen nicht von einer Stadt, aber von einer ländlichen Region zur Verfügung zu stellen. Das heißt, der Ort verliert an Wichtigkeit, aber die Effizienz und die Qualität wird immer nötiger werden, weil da sind sie nicht mehr in Konkurrenz mit ihrem Nachbar, sie sind manchmal in Konkurrenz mit der weltweit Konkurrenten. Jetzt ist es ja so, oder ich habe es vorhin gesagt, ein sehr diverser Kanton, unterschiedliche Anforderungen, die die Leute haben an Digitalisierung. Wir haben ja ältere Bürgerinnen und Bürger, die vielleicht noch gar keinen Computer haben. In dieser Umsetzung von dieser Strategie, wie spürt ihr, was die Bevölkerung wirklich will? Oder wie gross, anders gefragt, ist die Gefahr, dass man an der Bevölkerung vorbei politisiert? Es ist absolut klar, wenn Sie solche Digitalisierungsprozesse umsetzen wollen, dann müssen Sie die Zielpublikum, die Zielkunden mitnehmen können. Es kann nicht sein, dass gewisse Leute am Rande bleiben von ihrem Prozess. Deshalb brauchen Sie Maßnahmen, die die Leute unterstützt, ihren neuen Möglichkeiten zu geben. Ich bin zuversichtlich, dass viele ältere Personen auch sehr interessiert sind, Zugriff auf solche Prozesse zu haben. Aber diese müssen vielleicht schon von Anfang an gedacht werden, wie kann eine Person von 80 Jahren meinen Prozess benutzen, vielleicht nicht auf ein PC, nicht auf ein Smartphone, aber vielleicht auf sein Tablet mit gut lesbaren Icons und so weiter. Das ist eine große Herausforderung. Aber ich bin zuversichtlich, es wird uns gelingen und die Leute warten. Die Leute wollen nicht mehr in ein Büro gehen, an einen Schalter warten, die gewisse Öffnungszeiten haben. Sie wollen das von zu Hause erledigen können oder wenn sie unterwegs sind im Zug, wollen sie etwas bestellen können bei Start. Und das müssen wir jetzt zur Verfügung stellen können. Trotzdem, der Schalter aus meiner Sicht ein wichtiges Stichwort. Vielfach ist im Rahmen der Digitalisierung auch immer die Angst da, ich verliere meine Stelle. Was sagen der Kantonsangestellten, die die Angst haben? Ich glaube nicht, dass wir durch die Digitalisierung viele Stellen verlieren werden. Wir werden Stellen umwandeln müssen. Die Leute werden einen anderen Typ von Job machen. Die Kette von Verantwortung wird sich ändern. Wenn etwas schon erfasst ist, brauchen wir es nicht mehr zu erfassen. Aber die nächsten Dienstleistungen können wir in höherer Qualität mit besseren Informationen zur Verfügung stellen. Und es wird uns auch erlauben, neue Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen, die erwartet sind von unserer Bevölkerung. Das heißt, ich glaube nicht, dass der Staat mit weniger Leuten unterwegs sein wird, aber die Leute werden in Zukunft vielleicht andere Tätigkeiten machen, als was sie heute machen. Und auch in 5 oder in 10 Jahren wird es noch immer gewisse Schalter geben, weil alles digitalisiert wird es auch nicht laufen. Deshalb brauchen wir auch einen guten Balance zu finden. Also, wenn ich euch richtig verstehe, wird es vielleicht Teiljobs nicht mehr geben, dafür andere Jobs umso mehr. Und das sind spezialisiertere Jobs. Das heisst, die Gefahr, dass man jemanden abhängt, die seht ihr weniger. Das heißt, diese Gefahr sehe ich absolut nicht. Wenn wir zum Beispiel einen Prozess digitalisiert, die Leute kommen am Schalter nicht mehr, aber die Leute haben immer noch Fragen. Die Leute werden die Kontakt aufnehmen. Diese Kontakte werden vielleicht per Telefon passieren oder per Chat. Aber dann brauchen sie hochqualifizierte Leute, dass sie die richtigen Antwort sogar noch schneller geben können, als wenn sie am Schalter sind.
Und das sind große Herausforderungen. Das ist Transfer von Leuten, das ist Transfer von Kompetenzen, Aufbau von neuen Kompetenzen. Aber wir brauchen alle, um dieses Pari zu gewinnen. Er hat gesagt, am Anfang von eurem Input, wir sind hinten drin als Kanton im schweizweiten Vergleich. Wir haben uns Ziel gesetzt, er hat das Jahr 2022 erwähnt. Bis wann kann die Bevölkerung von unserem Kanton damit rechnen, dass die Sachen, die man plant, wirklich umgesetzt sind? Ich würde sagen, schweizweit sind wir hinter. Ich glaube nicht, dass der Kanton Bern viel hinter ist im Vergleich mit vielen Kantonen. Das ist ein Prozess, der uns sicherlich mehreren Jahren brauchen wird, wenn es nicht um Jahrzehnten geht. Und was wir nicht vergessen müssen, ein digitalisierter Prozess muss sich weiterentwickeln. Nehmen Sie einen guten Prozess, der jetzt schon digitalisiert ist im Kanton Bern, das ist sicherlich die Steuererklärung. Man kann noch lang diskutieren, ob wir Spaß haben oder nicht an diesem Prozess, aber das ist meiner Meinung nach ein sehr gutes Beispiel. Aber Sie sind noch immer am Arbeiten, an neuen Funktionalitäten zu entwickeln, an neuen Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen von unserer Bevölkerung. Und die Erwartungen ist immer höher von der Bevölkerung. Das heißt, ein digitalisierter Prozess ist, würde ich sagen, nie am Ende. Wir müssen die neuen Erwartungen begegnen. Also man merkt, es läuft viel, man merkt auch, es ist euch ein grosses Anliegen. Vielleicht noch ganz kurz zum Bogen spannen. Wir haben angefangen mit der Covid-Krise, kommen wir schnell zurück zur Covid-Krise. Die hat zu einem massiven Digitalisierungsschub geführt. Ich glaube, das kann man so feststellen. Wie habt ihr es erlebt in eurem Departement? Wie habt ihr es erlebt im Kanton? Wie sind die Angestellten damit umgegangen, dass man vom einen Tag auf den anderen plötzlich Homeoffice-Pflicht hatte? Ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt, wie es schnell gegangen ist und in welcher Qualität. Das heißt, wir haben die meisten Leute im Homeoffice gehabt, im Büro normalerweise gearbeitet haben. Und von Qualität, von den Dienstleistungen haben wir ungefähr nichts gespürt. Das heißt, der Kanton Bern hat hier einen sehr guten Netz aufgebaut, guten Basisstruktur zur Verfügung gestellt. Das heißt, die Leute sind von einem Tag zum anderen zu Hause gewesen und sie haben ihren Job weitergeführt, sie haben weiter telefoniert, sie haben weiter ihre Videokonferenz durchgeführt, ohne große Schwierigkeiten. Und wenn man sieht, die Anzahl Leute, die betroffen waren, zeigt es, was es für eine Herausforderung war. Und ich habe auch Rückmeldungen von anderen Kantonen bekommen. Es hat auch andere Probleme gegeben in gewissen Regionen in unserem Land. Und hier können wir wirklich stolz sein, von was unser Kanton gemacht hat in ein paar Tagen. Schönes Schlusswort, Pierre Alain Schnegg. Merci vielmals, habt ihr euch Zeit genommen. Wir wissen, wie extrem wichtig die Zeit ist, auch für euch, wie extrem beschäftigt ihr seid. Umso dankbarer seid ihr, habt ihr euch Zeit genommen. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen spannenden Tag.